Da fing ich an, mit der Sackpfeife so gut Geschirr zu machen, dass man den Kroten im Krautgarten mit meinen Schalmeien hätte vergeben mögen. Daneben sang ich, dass die Mutter oft gesagt, sie besorge die Hühner, werden demal einst von dem Gesang sterben. Demnach ich mich vor dem Wolf sicher genug zu sein bedünkte. Sang also auf ein Zeit ein Lied, das ich von meiner Mutter selbst gelernt hatte. Du sehr verachter Bauernstand, bist doch der Beste in dem Land. Kein Mann dich genugsam preisen kann, wann er dich nur recht sieht an. Es ist fast alles unter dir, ja, was die Erde bringt herfür. Wovon ernähret wird das Land, geht dir anfänglich durch die Hand. Der Kaiser, den uns Gott gegeben, uns zu beschützen, muss doch leben von deiner Hand. Auch der Soldat, der dir doch zufügt manchen Schaden. Die Erde wäre ganz wild durchaus, wann du auf ihr nicht hieltest Haus. Ganz traurig auf der Welt es stünd, wann man kein Bauersmann mehr findet. Vom bitterbösen Podagram hört man nicht, dass an Bauern kam, das doch den Adel bringt in Not und manchem Reichen gar den Tod. Der Hoffart bist du sehr gefeit, absonderlich zu dieser Zeit. Und dass sie auch nicht sei dein Herr, so gibt dir Gott des Kreuzes mehr. Ja, der Soldaten böser Brauch dient gleichwohl dir zum Besten auch. Dass Hochmut dich nicht nehme ein, sagt er, dein Hab und Gut ist mein. Bis hierher und nicht weiter kam ich mit meinem Gesang, dann ward ich im Augenblick samt meiner Schafherde von einem Trupp Reuter umgeben, die im Walde verirrt gewesen und durch meine Musik und Geschrei waren zurechtgebracht worden. Oho, dachte ich, dies seien die rechten Kauz, die vierbeinig Schelmen und Diebe, davon mein Knän sagte. Dann ich sah Ross und Mann vor eine einzige Kreatur an, und vermeinete nicht anders als, es müssten Wölfe sein. Da erdappte mich einer beim Flügel, schleuderte mich so ungestüm auf ein Lehrbauernpferd, dass ich auf der anderen Seite wieder herab und auf meine liebe Sackpfeife fiel, die so jämmerlich aufschrie, als wolle sie aller Welt Erbarmen bewegen. Half nichts, ich musste wieder zu Pferd. Am meisten verdroß mich, dass die Reuter vorgaben, ich hätte dem Dudelsack im Fallen wehgetan, darum er so ketzerlich geschrien hätte. Meine Mähre trabet stetig dahin, und mir kam's seltsam für, dass ich nicht also auch in einen eisernen Kerl verwandelt wurde. Sintemalen keiner von denen Reutern ein Schaf hinwegfraß, gedachte ich, sie seien da, mir die Schafe helfen heimzutreiben. Dann geradewegs eilten sie auf meines Knäs Hof zu. Derowegen sah ich mich fleißig um, ob er oder meine Mutter uns nicht bald entgegenkommen und uns willkommen heißen wollten. Aber vergebens, mein Knän und die Mutter samt unserem Ursele hatten die Hintertür getroffen und wollten dieser Gäste nicht erwarten. Kurz zuvor wusste ich nichts anderes, als dass mein Knän, die Mutter, ich und das übrige Hausgesind allein auf der Erde seien. Nun aber lernte ich meinen Herrgott im Himmel kennen. Ich erfuhr gar bald danach die Herkunft der Menschen in diese Welt und dass sie wieder heraus müssen. Ja, ich war nur in Gestalt Mensch, mit Namen ein Christenkind, im Übrigen eine Bestie. Gott der Allmächtige sah meine Unschuld mit barmherzigen Augen an und wählet aus seinen tausenderlei Wegen diesen, mich zu beiden, zu seiner und meiner Erkanntnis zu bringen. Vorerst stellten die Reuter ihre Pferde ein, danach hatte jeglicher seine sonderliche Verrichtung und jede war lauter Untergang und Verderben. Dann, ob zwar etliche anfingen zu metzgen, zu sieden und zu braten, als sollte ein lustig Bankett gehalten werden,
So waren hingegen andere, die durchstürmten das Haus unten und oben, ja, das heimliche Gemach war nicht sicher, gleichsam ob wäre da das goldene Vlies darin verborgen. Andere packten Tuch, Kleidung und Hausrat zusammen, als wollten sie einen Krempelmarkt anrichten. Was sie aber nicht mitzunehmen gedachten, war zerschlagen. Etliche durchstachen Heu und Stroh mit ihren Degen, andere schütteten die Federn aus den Bettzüchen und füllten hingegen Speck, Fleisch und sonstiges Gerät hinein, als sei es dann besser, darauf zu schlafen. Sie schlugen Öfen und Fensterläden ein, gleich als hätten sie einen ewigen Sommer zu verkünden. Kupfer- und Zinngeschirr stampften sie zusammen und packten die gebogenen und verderbten Stücke. Bettladen, Tische, Stühle und Bänke verbrannten sie, da noch viel klafter Dürrholz im Hof lag. Häfen und Schüsseln mussten entzwei. Unsere Magd ward im Stall dermaßen traktiert, dass sie nicht mehr daraus gehen konnte. Den Knecht legten sie gebunden auf die Erde, steckten ein Sperrholz in sein Maul und schütteten ihm einen Melkkübel voll Jauch in den Leib. Das nannten sie den schwedischen Trunk. Zwangen ihn so, etlichen von denen Reutern anderwärts zu führen, allda sie Menschen und Vieh hinwegnahmen und in unseren Hof brachten. Auch mein Knän, meine Mutter und unser Ursele waren darunter. Da schraubten sie die Stein von den Pistolenhähnen und statt deren die Bauerndaumen drauf, folterten die armen Schelme, als wollten sie Hexen brennen. Maßen sie auch einen von den gefangenen Bauern in Backofen steckten und mit Feuer hinter ihm her waren, unangesehen er noch nichts bekannt hatte. Einem anderen schlangen sie ein Seil um den Schädel und drehten es mit einem Holzbengel zusammen, das ihm Blut zu Mund und Ohren heraussprang. In Summa, es hatte jeder seine eigene Erfindung, die Bauern zu peinigen. Mein Knän war meinem damaligen Bedünken nach der glücklichste, ohne Zweifel darum, weil er der Hausvater war. Sie satzten ihn zu einem Feuer, banden ihn, dass er weder Hände noch Füße regen konnte, rieben seine Sohlen mit feuchtem Salz, das ihm unser alter Geiß wieder ablecken und dadurch also kützeln musste, dass er vor Lachen hätte zerbersten mögen. Ich habe Gesellschaft halber vom Herzen mitgelacht. In solchem Gelächter bekannte er seine Schuldigkeit und öffnete seinen verborgenen Schatz, der von Geld, Perlen und Kleinodien reicher war, als man hinter den Bauern hätte suchen mögen. Von den gefangenen Weibern, Mägden und Töchtern vermag ich sonderlich nichts zu sagen. Doch weiß ich wohl, dass man hin und wieder in den Winkeln erbärmlich schreien hörte. Schätze, es sei der Mutter und dem Ursele nicht besser gegangen als den anderen. Unter all dem Elend wandte ich den Braten am Spieß und half die Pferde tränken. Dadurch ich zu unserer Magd in den Stall kam. Die sah wunderwerklich zerstrobelt aus. Ich kannte sie kaum. Und sie sprach zu mir mit kränklicher Stimme: »O Bub, lauf weg, sonst nehmen dich die Reuter mit. Guck, dass du davon kommst. Du siehst wohl, wie es so übel.« Mehres konnte sie nicht sagen.